Ja, okay, gut. Haben Sie angefangen? Guten Abend, liebe Leute. Wir uns treffen weiter über das Kashrut-Thema und Fleisch. Ja, also jetzt tatsächlich gehen wir drin zum interessanten Dingen. Das heißt, auch von technischen Gesetzen konnte man etwa rausziehen und lernen. Jetzt schauen wir eine interessante Dinge. Die Tora verbotet, Schlachten auf gleichem Tag das Tier und seine Nachkommen. Kennen Sie dieses Gebot? Ja. Ja. Ja, also das steht, ich zitiere, das steht im, das heißt auf der Otovet Bno, das Tier und seinen Sohn, sozusagen. Das ist die Übersetzung. Das steht am dritten Mosebuch. Das heißt Leviticus, ja? Kapitel 22, Satz 28. Ja? Okay, das Zitat sagt, Veshor Veseh, Tovet Bno, Lo Tishchatu Beyom Echad. Das Achs oder Schiff, ihm oder sein Sohn, du sollst nicht schlachten auf den gleichen Tag. Das heißt, es ist was eine Kaschrut-Gebot oder eine sozusagen Morale-Imperativ? Was denken Sie? Das ist moralisch. Klar, natürlich. Das heißt, ich habe gesagt, dass alle Kaschrut-Gesetze, es ist immer geht zusammen, auch eine sozusagen rituelle Seite, quasi pure religiöse Dinge und gleichzeitig eine Dinge, das ist eine moralische Seite, ja? Das soll uns unterrichten, Menschen und nicht Tiere sein. Ja? Also gibt es noch ein ähnliches Gebot in der Tora? Kennen Sie noch etwa ähnlich? Das ja, heißt, bei Geflügel, dass man praktisch die Mutter vom Gelege verscheuchen muss, bevor man die Eier oder ein Küken entnimmt. Genau, genau. Das steht am fünften Buch Mose. Das heißt auf Hebräisch Loach Ken. Ken auf Hebräisch ist es nicht Ken, ja, mit Kaf nun, das ist Kuf nun. Es klingt gleich, aber schreibt man anderes. Ken, das ist diese runde Haus von den Flügeln sozusagen. Ja, das ist Ken mit Kuf auf Hebräisch. Shiloach, das ist eine Versendung. Ja, du sollst versenden die Mutter, ja, und Eier nimm für dich selbst. Ja. Also, das ist etwa ähnlich. Das heißt, es ist auch, natürlich, dieses Gebot geht mit zum Essen. Ja? Jemand will die Eier essen. Ja? Aber doch, du sollst nicht eine wilde Tiere sein. Auch, du sollst, auch wenn du isst, ja? Also nicht die tut weh für die Mutter bringen. Ja? Weil, wie gesagt, die Tiere, nach dem jüdischen Glauben, nach dem Talmud, sie vielleicht nicht wie Menschen, haben eine Seele, aber doch, sie haben eine Teilseele, ein Funken von Seele nach dem Talmud. Ja, also die Tiere verstehen, genau wie Menschen. Okay, also das heißt, das ist diese Gebot, Tovet Bno, das heißt, nicht zusammen die ganze Familie schlachten, ja, das ist genau der Platz über die Fleisch, über die Koscherfleisch. Natürlich gibt es etwas ähnliches im Christentum, im Islam. Habe nicht gehört. Ja. Also das ist klare moralische Dinge, das ist wieder behauptet eine Verbindung zwischen physischen Gesetzen und metaphysischen Gesetzen. Ja, das alles zusammen. Ja, das heißt, wie gesagt, du bist, was du bist. Ja? Und auch in welchem Weg. Ja? Also, und deswegen wieder gibt's, heute ist es ganz einfach. Alle Kühe sind computerisiert sozusagen. Ja? Die Kühe haben jede einzelne eine unikale Zahl, unikale Nummer. Und dann ist es ganz einfach. Und normalerweise, das habe ich erlebt, auch in Israel, auch in Deutschland, die Kinder und die Mutter sind nicht zusammen, nicht in die gleiche Gruppe.
Also das, es geht nach dem Alter. Also das heute ist ganz einfach. Okay, jetzt gibt es noch ein Verbot zum Essen wegen dem Fleisch. Was denken Sie über dieses Organ im Kuh, wo genau woraus das Milch fließt? Also das Euter. Ja. Haben Sie gegessen mal? Ich habe gegessen mal als kleine. Es ist ganz sehr, sehr besonders. Natürlich ist es nicht koscher, aber dann wusste ich nicht, weil ich ein Kleinkind. Es ist ein sehr, sehr besonderes Fleisch mit sehr, sehr besonderem Geschmack und das Farbe von diesem Fleisch ist gelb. Ja. Weiß nicht wieso. Also im Talmud gibt es gewisse Diskussion und am Ende der Beschluss ist, dass dieses Organ er ist verboten für uns, für Juden, weil es ist milchig und fleischig wirklich zusammen. Mhm. Also, und deswegen, dass diese zusammen bringt genau besonderen Geschmack und besondere Farbe zum Fleisch. So habe ich später verstanden. Also das heißt, dieses Organ, okay, kann man zum Tiere, Hunde geben. Das heißt, im in Torah gibt es einen Satz, zum Hund kann du das verschicken. Das ist eine Idee, dass für dich das ist verboten, aber von deinem Hund, warum nicht? Ja? Also, und zum noch betonen, dass ein absolutes Verbot, die Talmud schon später sagt, auch für Hund, du das gibt es nichts. Ja? Also ist Verbot für jeden, sogar für die Hunde. Zum Beispiel, kennen Sie solche Art von Verbot? Was verboten auch für Männer und menschliche Hunde? Zum Beispiel Chametz im Pesach, das Brot im Pesach. Ja? Auch für dich und auch für deine Hunde. Für jeden. Das heißt, das ist ein absolutes Verbot. Ja? Wegen diesem oder anderen Fleisch, für dich, der Mensch ist Verbot, für deinen Hund ist es kein Verbot. Ja? Also dieser Hund, das ist quasi ein Lackmuspapier. Du kannst wissen, es ist ein begrenztes Verbot und ein starkes absolutes Verbot. Ja? Falls Hund darf essen, das ist nur für dich. Falls Hund darf nicht, eines ganz, ganz starke Verbot. Gut. Jetzt gehen wir zum Fette. Wir reden über die tierische Fett. Nicht auf dem Niveau von vegan, vegetarischen Zutaten, als Organ. Was sagen Sie? Darf man oder darf man nicht Fett konsumieren? Nach dem Torah, nach dem Bibel. Pures Fett. Ja. Also jetzt nicht fettes Fleisch, sondern das schiere, pure Fett. Ja, zum Beispiel. Und? Spontan würde ich sagen, nein, ist verboten. Richtig, genau. Richtig. Die Sache ist folgendes. Ich habe hier, kennen Sie, ich zeige euch solche Malen von den Kühen. Mhm. Normalerweise malte in nicht digitale Zeiten in meiner Kindheit, 80er, 70er, das war auf die Märkte. Du kommst auf den Markt und dann du sagst, ich will diese oder andere Teil. Ja? Aber für uns, für die beruflichen Rabbiner, die ja, wir mitmachen mit Schita, also das ist eine Illustration, was dem jüdische Gesetz und Talmud sagt, welches Organ, wie geht das und so weiter. Also im Torah steht Folgendes. Das heißt in der Torah die beste Fett. Mhm. Die Crème de la Crème auf Französisch. Ja? Das heißt, genau wie habe ich gesagt, pure Fett, 100%. Ja? Und diese Fett befindet sich am Ende der Kuh sozusagen. Ja? Nicht ganz drin, sondern genau nach dem Haut. Also es steht neben vom die große Knochen, von der Skelett, ja? Von der
Ja? Und Torah, die Bibel, die Bibel verbotet diese Fett von ganz einem ideologischen Grund. Wieso? Du sollst diese Fett, es heißt auf Hebräisch Chelev, die gleiche Buchstaben wie Chalav, Milch, aber es ist kein Milch, es ist Chelev und das ist Creme de la Creme, das ist pure Fett. Du sollst diese Fett zum Gott opfern. Mhm. Also, was gehört zum Gott? Du darfst nicht essen. Also das ist diese Fett. Wir wissen, dass diese Fett ist überhaupt ungesund und hat viel, viel Konzerogenen und solche Dinge. Also wir wissen heute, dass zu viel Fett ist, ist ganz, ganz nicht gut, ja, gesundheitlich. Ja. Aber die Torah-Gründung ist ganz anders. Das gehört nicht zu dir. Das gehört zum Gott. Deswegen, diese Fett gibt es gewisse, wir sagen die auf Hebräisch, die Taschen, die Plätze, wo diese Fett konzentriert sich. Und diese Fett wird einfach heute abschneiden. Ja? Und heute ist gar nichts zu tun damit. Also heute diese Fett, wir dürfen zum Hunde zum Beispiel geben, ja? Weil gibt es keinen Tempel, keinen Kopfverdienst. Ja? Aber doch, diese pure Fett nach Torah, schon nach von Torah verboten ist. Die interessante Dinge, was passiert mit dem inneren Fett? Die Fett, die befinden sich zwischen dem Muskel und dem normalen Fleisch. Darf man diese Fett essen oder nicht? Was denken Sie? Ich denke schon. Ja, ja. Genau, also intuitiv und auch gibt es kein Verbot. Die Fett, die ist verbunden mit Muskeln oder diesen anderen Organen. Das heißt, nicht diese pure 100% Fett darf man. Ja? Und deswegen, wir befinden manchmal am Schabbat auf Gulasch Teile von Fett. Also gibt es die Leute, die mögen, gibt es die Leute, die überhaupt mögen nicht, das ist schon egal. Es ist ein Ding von Geschmack. Ja, also das heißt, wir haben uns gelernt, dass gibt es verschiedene Fette ins Kuh, in große Tiere. Die pure Fett ist verboten und die normale Fett, die kommt zusammen mit anderem Fleisch, das darf man essen. Okay, weiter. Was noch ist verboten von dem Fleisch? Kennen Sie die Geschichte mit Jakob, jüdische Vorväter, der hat mit Engel gekämpft? Ja. Und ja. Dann von dieser Geschichte, was essen wir nächst? Wie heißt das? Die Nieren? Das die Dinge, die verbinden zwischen den Knochen. Ja? Mhm. Okay, Moment. Die Sehnen. Ja, genau. Also, von dieser Geschichte, die Torah konstatiert einfach, dass bis heute die Söhne Israel ist das ganz alle Juden, sie essen nicht, weil die Vorväter Jakob, die bekommt neuen Namen Israel, er wurde verletzt. In diesem Kampf. Ja? Dieser Kampf. Ins kleine Tiere, im Hunde, gibt es solche fast nichts. Ja? Die sind ganz klein. Diese Teil im Kühe, allerdings doch ganz, ganz existiert und nicht, überhaupt nicht klein. Ich zeige euch mit dieser Malerei. Eine Sekunde. Also, das kommt irgendwie auf Verbindung zwischen den Füßen und dem
die Kurve, ja? Also, okay, sieht man es besser? Ja, auf diese, ja? Das ist hier zum Beispiel, ja? Im Kurz, was ist passiert? Das gibt's eine Spezialisierung mit diesem Schlechtereiberuf, jüdische Schochatim. Jemand, der weiß, befinden diese Teil. Nehmen, dass diese Teil im Kuh ist ganz inner, ja, nicht wie diese pure Fett, die kann man auch mit Fingern füllen, ja. Du sollst irgendwie ein Loch machen und das mit dem Hände du rausnimmst. Manchmal ist es 1 oder 2 Meter groß, ja, diese Teil. Also prinzipiell wieder, es gibt auch in die Hune, aber es ist ganz, ganz klein, einige Zentim, ja, 2, 3, 5, 7 Zentim. Aber in die Kuh und die Achse, das kann sein ganz groß und sogar 2 oder mehrere Meter. Und dieser Beruf heißt Menaker, jemand, der macht die Loche auf Hebräisch. Ja, gibt es auch solche Nachnamen zwischen den Juden. Und dann dieser Spezialist, seine Spezialität, es ist nicht nur schlachten das Tier momentan und er stirbt einen Teil von Sekunde, sondern befinden genau in schon gestorbene Kuh, wo macht man dem Loch und das rausnimmt. Ja? Wir essen das nicht. Diese Teile dürfen die Hunde essen. Dürfen die Hunde essen. Haben Sie gesehen, manchmal jemand verkauft? Ne? Ja, doch, doch, aber ja, so in Hundefutter-Shops, da kann man die tatsächlich kaufen, ja. Ja, genau, genau, genau. Also es als Schlachtabfälle. Ja, 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 genau. Das gerechnet als Abfall. Mhm. Das heißt, es ist kein Fleisch, es sieht aus wie ein Bindegewebe, ja. Blume. Ja, also es ist keine große Nachfrage nach diesem Teil, aber doch, die Hunde essen also da und dort, du findest, dieses Teil ist verkauft. Okay, also das essen wir nicht. Und jetzt, okay, natürlich, das Tier, der hat von sich selbst gestorben, ohne Schlachten, das ist nicht koscher, das ist klar. Ja, also wenn wir gehen in den Wald und plötzlich befinden eine Kuhleiche. Es ist klar, dass es unkoscher, ja? Das heißt, es ist klar, dass diese Kuh war was ungesund. Und das ist eine andere Form. Diese heißt Nevela. Nevela, es ist ein hebräisches Wort. Kennen Sie das, die Blumen ohne Wasser, dass sie sind tot. Mhm. Also dieses Wort auf Hebräisch ist Limbol, auch für die Blumen und auch für Mensch oder Tier, die gleiche Wort. Also das ist verboten. Und genau, wir haben geredet über die vielen Prüfungen, die Tier nach dem Schlachtung, ja, übergeht. Und falls das Tier war nicht koscher geschlachtet, hat Schmerz gelitten oder war ungesund und so weiter und so fort, diese Art Tier auch gerechnet als nicht koscher, heißt Trefa, und solch essen wir nichts. Kann man für Hund geben, kann man verkaufen, also, aber essen nicht. Also heute gibt es immer Beschluss mit nicht koscheren Betriebe, dass wir verkaufen solche Fleisch zum nicht koscheren Betriebe. Okay. Und jetzt bekommen wir zum die Thema im Kaschrut, Trennung zwischen milchig und fleischig.
Also das alles, was haben wir gehört jetzt, es war riesige Vorwort. Jetzt ist es den Halt. Muss man verstehen, dass ein zentrales Wort, ein zentraler Wert und Definition im Kashrut heißt Trennung. Heute gibt es viele, viele Diäten. Ja, es ist ganz, ganz Mode. Getrennte Diät. Kennen Sie solche Definitionen? Ja, Trennkost, ja. Ja. Was trennt von was? Sagen Sie mir. Also bei unserer modernen Trennkost wird eigentlich Eiweiß getrennt von Kohlenhydraten. Mhm. Okay. Das heißt, es ist eine physisch-chemische Idee, genau. Sozusagen. Ja? Genau. Das ist Nummer eins. Was noch? Was noch trennt man? Ich kenne die Trennung vom Zucker. Ja, also alles, was ist Zucker, das heißt eine große Kontrolle über den Zucker in alle Formen, auch natürliche Formen, zum Beispiel Trauben, ja, und solche, ja. Also nimmt man jede Dinge von Absicht, wie viel Zucker gibt es in diesen oder anderen Lebensmitteln. Ja, und dann wir probieren das verkleinern sozusagen unsere Zuckerkonsumierung. Okay. Gibt es noch Trennungen, die kenne ich, zum Beispiel Trockenessen und Flüssigessen, nämlich Suppen und sagen wir nicht Suppen. Ja, ja, das heißt, das ist eine Idee, die sagt, wenn wir mischen zusammen trockene und nicht trockene Essen, das ist beschädigt unsere Körper und unsere Gesundheit. Mhm. Muss Ihnen sagen, ehrlich, diese Idee steht im Judentum. Maimonides schreibt auf diese Idee direkt. Mhm. Maimonides, er war nicht nur großer Rabbiner, er war auch eine große Arzt. Heute auf Hebräisch, er ist bekannt unter dem Namen Maimonides wegen seiner Philosophie und philosophischen Traktaten in der arabischen und christlichen Welt. Aber er war bekannt auch als großer Arzt, denn daran, er war als Jude persönlicher Arzt vom ägyptischen Sultan, der Muslime war. Verstehen Sie? Das heißt, muss man ganz, ganz vertrauen, jemand, der gehört nicht zum deinem Glauben. Ja, also es ist ein bisschen verboten im damaligen Islam sozusagen. Ja? Also das ist nur ein Zeichen, wie große Arzt war dieser Rambam, Maimonides. Heute gibt es auf Hebräisch, habe ich gesehen, eine Sammlung, einige Bände, 3 oder 5 Bände auf Hebräisch, seine ärztliche Empfehlungen und ärztliche Bescheide. Ja, und dort, ich habe ein Buch, ein Konzentrat von seinen Ideen. Manchmal ich unterrichte über die gesunde Essen nach Rabbiner Dr. Maimonides. Wirklich, ich habe einen solchen Unterricht. Und dort. Sehr mal toll. Ja, vielleicht machen wir mal. Oh und, ja, gerne. Und dort, er beschreibt Folgendes: Das flüssige und trockene Essen muss man nicht vermischen. So behauptet Maimonides als Arzt. Also, diese Idee steht nicht im Shulchan Aruch als Verbot oder du sollst tun. Ja? Mhm. Und ich muss erzählen eine lächerliche Geschichte. Ich habe mal getroffen durch Schiduch. Kennen Sie Schiduch? Es ist ein Treffen zwischen Jungen und Menschen zum Verheiraten. Ja? Also ich habe getroffen eine Mädchen.
mit diesem Ziel zum Verheiraten. Und die Mädchen war die menitische Juden. Okay, für euch das vielleicht heißt nicht so viel, aber ich erkläre, was heißt das für uns. Die menitische Juden, sie sind die große Anhänger von Maimonides im jüdischen Welt. Das heißt, er hat viel geschrieben an die menitische Juden. Sie hatten verlitten viele Verfolgungen und gewaltliche Übertritte nach Islam. Ganz, ganz schreckliche Dinge. Diese Jemen war teilweise bis heute sehr, sehr beschlossene Land, beschlossene Staat. Es war mal zwei Jemen, Süd und Nord, manchmal all hin und zurück ohne Ende. Aber prinzipiell ganz, ganz schwierige Umgebung sozusagen. Ganz, ganz nicht tolerante, nicht heute, nicht dann. Heute dort gibt es eine kleine jüdische Gemeinde, die ist versteckt. Sie können nicht rausgehen. Also sie wohnen in meinem Compound, in einem System von den Gebäuden, 300, 400 Leute. Sie gehen raus nur mit Waffenleuten, ja, mit lokaler Polizei. Weil die Leute einfach mördern sie, ja, als Juden. Ganz schrecklich. Mhm. Also, aber zum unseren Dinge. Okay, noch eine Anekdote. Die menitischen Juden, sie haben nicht bekommen die Verbot, die hat Rabbeinu Gershom in Mainz in Deutschland hat erhoben, ja, ein Mann, eine Frau, ja. Sie haben das nicht bekommen einfach, weil das Land war so beschlossen. Und deswegen, sie haben bis heute die Fälle, ein Mann, zwei Frauen, bis heute. Okay, das ist bekannt. Als sie wurden nach Israel mitgebracht, Marvada Ksamim Operation, am 1949, einige haben mit zwei Frauen gekommen. Wirklich. Weil sie wussten nicht, dass es verboten ist. Beschlossenes Land, kein Internet, kein Fernsehen, gar nichts. Ich habe gelebt wie, ich habe gelebt hunderte nach tausende Jahre. Und es war ein Problem im Staat Israel. Am Ende die Stadt hat na gut. Wir erlauben nur von diesen Leuten, ja, du kannst nicht mit Gewalt trennen, die Familie. Letztlich, ich habe gelesen ein Interview von den Rabbinern von dieser kleinen Gemeinde in Jemen. Jemand, eine amerikanische Rabbiner, eine Jemenitin aus Amerika, die hat dort nachgekommen und gesiedelt mit diesen Leuten. Und er wurde gefragt über diese Polygamie-Frage, ja. Also es ein Telefoninterview. Die Telefon doch gibt es dort. Auch schon heute. Und die Journalistin, eine nicht-jüdische Journalistin, sie hat nicht verstanden den Antwort. Sie hat gefragt, Herr Rabbiner, sagen Sie mal, gibt es die Gerüchte, dass bei euch, die menitischen Juden, gibt es noch die Fälle mit einem Mann, zwei Frauen? Richtig? Das war die Frage. Und der Rabbiner als Rabbiner hat sauber geantwortet, ich habe eine Frau. Punkt. Haben Sie verstanden? Mhm. Die Antwort klingt so. Ich habe eine Frau. Aber im Zeitung es klingt, das gibt es nicht. Aber auch heute das gibt es. Also was wollte ich sagen, dass die Menitischen haben sehr, sehr besondere Bräuche. Ja? Sogar in Äthiopien, auch ein beschlossenes Land, da befinden keine solche Fälle, ein Mann, zwei Frauen. Bis heute. Also, in kurz, die menitischen Juden, sie gehen in seine eigenen Bräuche nach Maimonides. Mhm. Von seinem Leben, von dieser Generation, 12. 13. Jahrhundert, das heißt, vor Shulchan Aruch, sie haben alle Werke von Maimonides akzeptieren auf sich als ein und einzige jüdische Gesetz. Okay?
Und jetzt unsere trockene und flüssige Essen. Das war Vorwort im Deklamen. Natürlich, sie akzeptieren auch diese Idee. Das muss man nicht vermischen. Flüssige und trockene. Okay, jetzt, wie geht das? Und wie gesagt, ich hatte einen Menschen, die war jemenitische Jüdin. Gut? Okay. Wir kommen zusammen mit den Menschen zu ihrer Familie. Das ist schon eine Stufe. Ja. Eine vergeschnittene Stufe sogar. Ja. Kennenlernen, jede Seite. Gut. Wir sitzen, wir bereden. Und dann wir gehen zum, natürlich zu meinem Tisch. Zum Essen. Okay. Und wie ist es bekannt, wie viele Leute von Osten, auch Juden, Araber, ja, und so weiter, sie essen viel, viel scharf. Klar. Ja? Mhm. Das ist der Geschmack. Gut, das macht mich keine Angst. Ich auch mag scharf. Und zum Zeigen, dass ich bin in Ordnung und trotzdem bin ich ein europäischer Jude, aber ich kann scharf essen, ich nehme etwa scharf nach dem Namen, das ist Harissa. Das ist eine arabische, marokkanische. Gibt es auch, kann man befinden. Bei uns in Deutschland gibt es auch manchmal Koscher. Okay, ich nehme viel Harissa, ich esse und natürlich, das ist scharf. Ich will etwas trinken. Und plötzlich, ich verstehe, gibt es gar nichts zu trinken. Das heißt, die Leute, die vermischen nicht flüssig und trocken, sie vorstellen vor dem Essen, vor Vorspeise, Cola, Mineralwasser, was du willst. Und wenn es geht zum Essen, alles was rausgenommen. Ich habe das nicht bemerkt. Und dann, wir sitzen auf dem Tisch. Gar nichts zum Trinken. Brot essen. Und sie sagen mich, iss etwa. Das hilft mit dieser Herausforderung, dieser scharfe Geschmack. Also, am Ende des Essen, nach du beendest, dann wieder kommen Getränke. Verstehen Sie? Wir reden heute, nicht 800 Jahre. Wir reden heute. Das heißt, diese Leute, sie essen keine Suppe. Sie haben einfach nichts in seinem eigenen Menü. Okay? Und falls theoretisch sie wollen eine Suppe, diese da und dort, ich vorstelle mich genau mit Cola und leichte Getränke auf diesen Teil. Und dann alles weg. Also genau diese jemenitischen Juden verfolgen diese Idee, vermischen trocken und flüssige nicht. Eins zu eins, heute. Und wieder, es ist keine Halacha, es ist kein Gesetz, es ist eine starke Empfehlung von Maimonides, aber wie gesagt, die mythischen Juden gehen nach Maimonides ganz, völlig, komplett. Und diese also Leute. Diese, was? Entschuldigung, diese Regel, also zum Essen nichts zu trinken, die gibt es zum Beispiel auch in der indischen Kultur und in der traditionellen chinesischen Medizin. Da wird auch entweder vorher oder nachher getrunken mit einem gewissen Abstand, aber nicht zum Essen, eben aber auch aus gesundheitlichen Gründen. In Ordnung, die gleiche sagt man hier. Das Judentum überhaupt betont stark, dass die indische und chinesische Ideen, sie kommen aus Judentum. Das ist ganz, ganz bekannt. Es steht im jüdischen Buch. Ja? Also die Idee ist, dass die Flüssigkeit, die man beim Trinken aufnimmt, die den Magensaft und den Saft im Dünndarm zu stark verdünnt, sodass der seine Verdauungsaufgaben nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Das ist die medizinische Begründung dahinter. Ja, eindeutig. Wir uns haben verstanden. Wir sind jetzt in diesem Bereich, wir sind einig und Maimonides und Medizin, ja. Also, was wollte ich nur erzählen, dass das ist eine Art von Trennung, ja. Trennung zwischen trocken und flüssig, ja. Also jetzt, es ist schon, bewundert uns nicht,
dass die Judentum sagt, dass der wichtigste Teil vom Kashrut, das ist Trennung zwischen milchig und fleischig. Das ist die Trennung im Judentum. Gibt es noch andere? Also sie sind relativ minorisch, relativ kleine. Okay, ich fange an von einer, sozusagen, Ratio, eine halbmedizinische Idee, wieso diese Trennung gibt, und dann wir lesen die theologische Begründung. Die Ratio, das können wir begriffen, sagt, dass unsere Körper investiert verschiedene Energie und bearbeitet milchig und fleischig. Natürlich für fleischig benötigt mehrere Energie. Ja? Und zum Beispiel von einem Glas Milch weniger. Ja? Wenn wir vermischen uns, dann unsere Körper quasi über investiert, ja, und das als Endeffekt ist es nicht gut zum unseren Körper, die Zellen und überhaupt die dauerhaft unseres Lebens überhaupt. Ja? Aber auch in Fleisch und Milch gibt es verschiedene Stufen. Zum Beispiel die Schwierigkeit bearbeiten eine Flüssigkeit, eine Milch und eine Käse. Sagen wir französische oder holländische Käse. Ja? Klar, was ist einfach, was ist schwer. Ja? Die gleiche gilt zum Beispiel mit Fleisch. Eine, sagen wir, eine Wurst. Okay, eine künstliche Ding, ja doch, eine Wurst. Und eine Fleischfilet. Klar, Fleischfilet ist das Einfache für unsere Körper und so weiter und so fort. Also gibt es gewisse Ratio, ja, das heißt, wir wollen uns auf gesundlichem Niveau, wie genau in Maimonides wurde bestätigt, ja, dass wir müssen nicht vermischen verschiedene Essenarten, die brauchen verschiedene die Magensäfte, ja, influenzieren. Ja? Also oder Milch oder Fleisch, aber nicht zusammen. Ja? Okay, jetzt die trockene Gesetz, Halacha, der jüdische Halacha, sagt Folgendes. Und wir gleich verstehen, was ist schwer, was ist einfach. Nach dem Fleischessen muss man abwarten 6 Stunden. Es ist viel. Das heißt, Fleisch bearbeiten nimmt viel, viel Zeit für uns. Nach dem Milch, unter Milchig, wir verstehen alle milchigen Dinge. Nicht nur ein Glas Milch, auch eine Weichkäse und auch eine harte Käse. Nach dem Milch darf man mit zeitlichem Abstand 1/2 Stunde Fleisch essen. Also 6 Stunden und 1/2 Stunde. Das heißt, im jüdischen Gesetz, das heißt die Konsequenz, die Halacha und Judentum sind im Milchig allgemein, jetzt bekommen wir Ausnahmen, Judentum sieht milchig als relativ einfache von unserem Körper. Relativ einfache Lebensmittel. Aber Fleisch von unserem Körper ist relativ schwierige Lebensmittel. Okay? Jetzt zwischen dem milchig. Einfachste Dinge ist es natürlich Milch. Klar. Was ist Schwierigste für unsere Magen bearbeiten? Alter Käse. Käse, richtig. Jetzt ein wichtiger Punkt.
im heutzutage Essen, Industrie und Judentum, die harte Käse und weiche Käse definiert ganz Gegenteil. Mhm. Okay. Was nennen wir uns heute im Aldi Lidl als harte Käse? Parmesan ist hart. Ich habe gedacht, die holländische Käse, ja, das mit die Lüche. Das gilt. Parmesan, das gilt. Parmesan ist italienisch, ja. Ja, das ist italienisch. Ich denke, dass diese große Scheiben, ja, von gelbe Käse, sozusagen ja. Holländische Käse mit die Loche, ja, der heißt heute im Lebensketten als harte Käse. Mhm. Französische Käse wie Camembert, ja, die steht gewisse Zeit, ja, in Vorbereitung. Diese Käse heißt leichte Käse. Leichtkäse. Mhm. Im Judentum ist es ganz umgekehrt. Die holländische Käse, diese Scheiben, gilt als Leichtkäse. Und halachisch, die problematische von Zeitabstand, von zeitlicher Distanz mit anderen, das ist französische Käse wie Camembert. Das ist die harteste nach Halacha, nach jüdischem Gesetz. Also, wenn wir jetzt die präzise Gesetze für Abstand von Milch, wenn wir trinken Milch, einfache Milch, dann darf man sofort, ab sofort Fleisch essen. Nur muss man den Mund spülen. Mit Wasser oder mit etwa. Das heißt, wir verstehen, dass die Milch als flüssige Milch ganz einfache Dinge, die durch eine Minute schon bearbeitet. Wenn wir essen leichte Käse, wie die leichte Käse nach Judentum, nach Kaschrutgesetze, holländische Käse, ja, diese große Scheiben, ja, okay, nicht ganze Scheibe, 200 Gramm, ja, beschnitten, ja, das ist genau geschnitten, ja, dann ist es halbe Stunde. Also hat man diese geschnittene, wie heißt das? Gouda wahrscheinlich. Gouda, solche Arten, die geschnitten, Gouda und so weiter, meine Frau mag, ja, also nach solche Käse, Leichtkäse nach Kaschrutgesetze, halbe Stunde Zeit, warten und dann Fleisch. Wieder mit Müllspülung, okay, das ist ein technisches Detail. Das heißt, es nimmt ein bisschen Zeit für unsere Körper, übergewalten, ja, überbearbeiten diese gelbe Gouda, holländische Käse. Und endlich erreichen wir. Und falls das Essen wie Camembert, diese französische Käse, ja, dann muss man 2 Stunden erwarten. Mhm. Vor dem Fleisch. Das heißt, in unserem Gesetz, diese Camembert, und gibt es einen Namen für solche Käse, die heißt Käse mit Schimmel, sagt man? Schimmelkäse. Ja. Schimmelkäse, ja. Ja, genau. Das ist die Definition. Also, sagt man Schmalzkäse? Okay, gibt es eine solche auf Jiddisch, auf Hebräisch gibt es solche Definition. Okay, es ist anders. Also, nach solche harte Käse nach Judentum, wie Camembert, wird man 2 Stunden erwarten. Das heißt, es nimmt viel Kraft relativ zum Milchig. Unsere Magen und die Safte bearbeiten. Ja? Also auch wenn wir sagen milchig, muss man nachfragen, welche milchig. Ja? Mhm. Wenn wir sagen fleischig, muss man nachfragen, welche fleischig.
was sagen Sie, etwa gekochte Fleisch und gebratene Fleisch, was ist, was nimmt mehrere Zeiten für unseren Körper zu verarbeiten? Gebratenes? Natürlich. Jede Frau weiß, die Männer nicht. Die Männer nur essen, ja. Die Frauen, sie wissen, ja. Also natürlich, auch wenn du nimmst die gleiche Fleisch, die gleiche Fleischstück, du kochst das oder du bratst und dann ganz andere Ergebnis für unsere Köpfer. Für unsere Köpfer, ja. Also wenn wir grillen, kochen, was noch? Viele, viele verschiedene Arten von, das können wir uns heute als große Konsum-Zivilisation sozusagen, ja, das ist die gleiche Fleischstück, es nimmt differente verschiedene Zeiten für unsere Köpfe, ja, leben mit Frieden danach, sozusagen. Ja, also und natürlich, natürlich, es hilft von dieser Idee, das muss man trennen zwischen flüssig und trocken, es natürlich hilft uns, dass unsere Koscherfleisch ist ohne Blut. Übersetzung ist ohne Flüssigkeit. Okay. Normale Fleisch von Aldi Lidl, außer dass es mit Blut, die Torah hat verboten, einen metaphysischen Einfluss, du wirst wie ein Mörder und so weiter. Außer alle diese Ideen, ideologische Ideen. Ja? Aber der Fleisch, das koschere Fleisch, ohne Blut, das ist trockenes Fleisch, ohne Flüssigkeit. Das ist wichtig. Ja? In unseren Augen. Was wissen wir heute? Ja? Also, das ist die manche Regelungen in koschere Küche, in koschere Konsumierung, sie stehen auf diese Trennung zwischen milchig und fleischig. Und noch dazu sage ich euch, als Rabbiner zum absolvieren die rabbinische Studium, du machst einige Prüfungen, Minimum 3, und eine von diesen 3 ist Kashrut, und nämlich Basar Bechalaf. Die Definition von Kashrut im Shulchan Aruch heißt Basar Bechalaf, das Fleisch in Milchig. Wörtliche Übersetzung. Das heißt, eine verbotene Mischung, aber doch, das ist geschah, das ist passiert, was machst du weiter? Das ist die klassische rabbinische Frage. Ja? Also, Basar Bechalav, das Fleisch in Milch, die Frage, in welche Milch? Kalte Milch oder heiße Pizza? Ja? Kalte, weiß nicht was, kalte Milch, das hat im Kühlschrank aufgefallen und geflossen. Ja? Oder wieder eine heiße Pizza, wo hat ein Fleisch gelandet? Ja, und so weiter und so fort. Und solche Fragen, du sollst beantworten. Tacheles, praktisch. Ja? Und wieder in die Klammern, ist nicht wichtig. Die rabbinische Prüfungen, es ist ganz am Tag, 8 Stunden. Keine beobachtet über dich. Was du willst, bring du Internet, Computer, Freunde, was du willst. Ja? Wenn du weißt nicht, du weißt nicht. Es hilft nicht. Also, da kommt ein Rabbiner, verteilt die Hefte, ist eine leere Heft, ganz Heft. Eine Liste mit 3, 5 Fragen und geht. Von 8 Uhr bis 16 Uhr. Mach so, was du willst. Frag das ganze Welt. Es hilft nicht. Also keine beobachtliche Systeme. Du schreibst und um 16 Uhr ist fertig. Und die Leute schreiben und ich habe geschrieben. Und du sagst, wenn du erfahren bist, ich will 2, 3 Hefte. Du schreibst durch 8 Stunden eine kleine Buch.
Mhm. Eine gute Broschur. Eine mhm. dicke Broschur. Ich habe so gemacht. Ja? Mhm. Und wieder ein List mit 3, 5 kurze Fragen über die Fleisch und Milch. Also, wieder, heutzutage haben uns gesagt, dass nicht jede Gebote sind verfügbar für uns, die Gebote von Bibel, von Torah. Also diese sogenannten 613 Geboten für Juden ist nur eine theoretische Zahl. Die tatsächlich, de facto, wir haben 30, 50, 60 maximal. Tatsächlich alltäglich unter 20. Mhm. Ganz gering. Das heißt, keine Gebote vom Tempel, von Kohanim, Leviim, jüdische König. Ein bisschen Geboten vom Heiliges Land. Nächstes Jahr wird 7. Jahr. Kennen Sie diesen Begriff? Ja, ist Schabbat, genau, ja. Ja, genau. Genau wie 7. Tag, Schabbatstag, Ruhetag, gibt es eine solche 7. Mhm. Jahr. Schabbatjahr von dem Erde. Und mhm. dann es ist große Balagan, riesige Kaut. Im Judentum. Und im Praktentum. Ja? Ja. Mhm. Und wir bekommen mhm. viele Dinge wie Landwirtschaft von Israel nach Deutschland. Praktisch. Sie gehen nach Kaufland und befinden die Dinge aus Israel. Nicht aus Chile und Spanien, auch aus Israel. Und gibt es viele Systeme. Also, aber doch, die ganze Dinge, dass dieses 7. Jahr heute, mhm. manche Meinungen, dass wir halten diese Gebot 7. Jahr, ist von Talmud, nicht vom Torah. Mhm. Das heißt, es ist nicht, dass wir wissen nicht genau welche. Wir wissen genau, welche Jahr ist 7. Das ist keine Frage. Keine Zweifel. Die Probleme, dass das 7. Jahr ist verbunden mit dem Tempel, der existiert nicht. Das heißt, diese Abwesenheit vom Tempel in Jerusalem verschwacht auch unsere 7. Jahr behalten. Ja? Mhm. Deswegen, die meisten Meinungen von 99% von Rabbinern, die 7. Jahr ist es von Talmud. Rabbinische Gebot, mhm. nicht vom Torah. Trotzdem steht im Torah, aber es ist nicht so stark. Ja? Aber doch, außer unsere heute zwei zentrale Gebote, das geblieben für uns, Shabbat und Kashrut. Das ist die zwei. Okay, Gebet, ja, aber wie viel gebetst du? Ja? Beschneidung, einmal in das Leben, ja? Nicht einmal im Jahr, ja, für Männer, ja? Also die manchen Gebote, auch die existierenden Gebote, sie sind einmalig, ja? Und nur wiederholende Gebote, das ist Shabbat, einmal im 7. Tage und Kashrut. Ja, wir essen heute fast ganzen Tag ohne Ende. Also, deswegen diese Kashrut-Gebot als ein Gebot von vielen nach historischen Geschehnissen und Konsequenzen bekommt plötzlich zu meinen zentralen Geboten gewirkt. Mhm. Also heutzutage, jemand, die wir wollen nachweisen, dass er ist ein Jude, der Torah und Mitzvot Gebote haltet, wir sagen, er haltet Shabbat, er haltet Kashrut. Mhm. Das ist genug, weil es ist fast alles, was heute geblieben für uns. Und deswegen diese Dinge im 7. Jahr ist relativ eine neue Dinge. Die existiert nur was. Mhm. Rund 100 Jahre. Mhm. Das heißt, von mhm. Rückkehr der Juden nach mhm. Heiliges Land in zionistische Zeiten, ja, letztem Jahr, 100 Jahre, ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Und doch, auch dieses Gebot, es ist doch Kashrut. Es ist, mhm. Was essen wir nicht. Verstehen Sie? Mhm. Natürlich, dieses Gebot existiert nicht im Mausland. In Deutschland, in Italien, in jedem Platz in der Welt. Und deswegen, dieses Buch, Sefer HaChinuch, der beschreibt genau 613 Geboten, er immer am Ende schreibt, und dieses Gebot macht man im ganzen Welt, egal Männer oder Frauen, ja,
zum Beispiel Shabbat. Ja? Aber über dieses siebte Jahr, ich habe dieses Gebot, macht man nur im Heiliges Land. Und das betrifft nicht im Diaspora. Und so weiter und so fort. Ja? Also, was wollte ich nur sagen, dass diese Kaschut ist es nicht, dass wir so große Gastronomie Es ist leider, was hat geblieben uns. Ja, es ist nicht perfekte Judentum. Ja? Und jetzt doch kommen alte Gebote wie dieses siebte Jahr. Verstehen Sie, dass die Gebot von 50er Jahr, kennen Sie? 50er Jahr, Jubiläum? Ja. Jubiläum. 7 mal 7 und dann plus 1. Ja? Also als Wort, Jubiläum ist natürlich, kommt vom Torah, Juwel, auf Hebräisch. Aber tatsächlich, wenn es siebte Jahr, er ist nicht so stark und fragbar, siebte Jahr. Noch mehr fraglich ist dieses 50. Jahr. Ja, dass die überhaupt die 50 Jahre auch. Wir wissen, wann fällt diese 50 Jahre? Ist gar nichts zu tun. Es ist einfach nur leider, leider von seinem theoretischen Gebot. Ja? Und deswegen wieder, ich wollte nur illustrieren, ja, dass die Kaschut, die Trennung milchig, fleischig, das ist jetzt leider eine wichtige und fast zentrale Teil im Judentum. Und deswegen, wie immer sagen, gibt es ein Buch von Gesetz und Geist von Gesetz. Muss man über diese Buch der Gesetz, Kaschut, was darf man nicht vergessen, die Geist der Gesetz. Ja? Das ist wichtig. Ja? Und viele, viele Kleinigkeiten, Halbstunde, 6 Stunden, ja, sofort essen, muss man nicht verpassen, die großen Bild, die Geist der Gesetz. Das ist wichtig. Mhm. Wie gesagt, von Kleinigkeiten und die kleine Halachot, die können rausziehen, die große Geist der Gesetz. Gut. Dann das war's für heute. Die Fragen? Wie ist das mit den Fasttagen? Sollten wir die nicht auch halten? Fasttagen. Okay, jetzt kommt die 9. Av. 9. Av ist eine Fasttag und noch mehr eine schwierige Fasttag. Es ist 24 Stunden. Zum Kompensieren die Dinge dieses Jahr, es kommt am Sonntag, das heißt Samstagabend, genau gleich nach dem Schabbat. Es ist noch kompliziert. Ja? Also meiner Meinung nach, das darf man als dennoch ein bisschen fasten. Das widerspricht nicht. Also kann man mindestens die Teil, ja, vom Samstagabend, ja, das heißt Samstagabend von Schabbat rauskommt, bis morgen früh, darf man ein bisschen fasten. Das ist keine Sünde. Wenn will man mehr fasten, darf man. Als Benoach darf man fasten auch die ganzen. Ja, nur machen Sie das nicht plötzlich. Ja, nicht plötzlich. Also, Sie müssen auch verstehen, das Fasten nach Judentum, nicht essen, nicht trinken. Im Christentum die Leute trinken. Und das ist wichtig. Und bei uns, ich hatte jetzt überlebt, 17. Tammuz, nicht essen, nicht trinken. Die Problem ist nicht trinken, wenn es ist heiß, ja? Heiße Wetter. Also, meine Empfehlung, lesen Sie die genau die Geschichte von dem Tempel, dass die Störung, dass diese Dinge, dass in die Atmosphäre gehen Sie ins, ja? Das meiner Meinung nach natürlich darf man und muss man. Und jeder macht seinen eigenen Bescheid, ob fastet er und wie viel fastet er. Und wieder gibt es alle
Alternativen. Auch nur einige Stunden fasten am Samstagabend und noch mehr bis 12 Uhr Sonntag und noch mehr. Wie jemand kann halten? Ja, wie fühlen Sie, was eure Herz sagt euch? Machen Sie so. Das ist ganz einfach. Gut, danke. Bitte. Mhm. Ja. Gut, dann wir beenden uns für heute. Ich weiß nicht wegen der nächsten Woche, weil nächste Woche wir haben die Konferenz in Deschkowitz, in Transkarpatien. Ja, und ich werde an diesem Tag, Dienstag, in die Weg. Ich glaube, besser vielleicht feststellen schon, das lernen wir nicht, weil es ist physisch unmöglich. Ich werde den ganzen Tag nach meinem Weg nach Transkarpatien, ja. Also wir werden uns verbinden zum übernächste Woche, ja? Ja, gerne. Gerne, ja. Ich kann nächste Woche auch wieder nicht. Gut. Gut, dann wünsche ich euch, liebe Leute, noch einen schönen Abend. Ja, danke. Und wer fasst, dann eine, wir sagen, einfache Fasten. Ja, nicht schwierige Fasten. Wenn jemand fastet und fühlt nicht gut, sofort essen und trinken. Punkt. So macht man im Judentum. Keine Spielerei. Nicht sterben und nicht beschädigen sich. Das ist keine Idee. Ja? Der Talmud sagt, und du lebst in die Geboten. Talmud sagt, du lebst in die Geboten und nicht stirbst in die Geboten. Das ist wichtig, ja? Also. Vielen Dank. Danke. Alles Gute, liebe Leute. Schönen Abend. Danke. Ja. Nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Shalom.